Ich zeige Ihnen in diesem Videotraining, wie Sie eindrucksvolle Panoramen erstellen, in denen Sie noch die kleinsten Details erkennen. In der Panoramafotografie haben Sie die Möglichkeit, aus vielen Einzelbildern ein imposantes Gesamtbild zu erstellen. Begleiten Sie mich live bei der Fotografie solcher faszinierenden Motive. Lernen Sie die Grundlagen der Panoramafotografie und erfahren Sie, welche Ausrüstung Sie benötigen und was Sie bei der Aufnahme beachten sollten. Ich vermittle Ihnen anschaulich, wie Sie optimal den Nodalpunkt einstellen, damit Ihre Panoramen überzeugen. Steigen Sie mit mir auf die Dächer von Bonn und seien Sie live dabei, wenn ich ein HDR-Panorama fotografiere. Natürlich zeige ich Ihnen auch, wie Sie die einzelnen Aufnahmen zusammensetzen können. Danach schauen wir uns die Objektive an und wir schauen mal, welches Objektiv für welches Panorama sinnvoll ist. Dazu gehört auch das Kennenlernen der Objektivfehler, die auftreten können, gerade bei weitwinkligen Objektiven. Und wir wollen natürlich auch mit der Software diese Fehler beseitigen können. Weiterhin gibt es eine Lektion mit den Panoramatypen. Wir wollen die Panoramen, die es so gibt, kennenlernen, sie deuten können, damit wir wissen, welches für welchen Zweck sinnvoll erscheint. Und wir werden die ganzen Softwaremöglichkeiten vorstellen, mit denen wir hier in diesem Workshop arbeiten werden. Wenn Sie an solch ein Panorama rangehen, müssen Sie sich vorab überlegen, welches Equipment benötige ich. Sie brauchen ein Stativ und einen Nodalpunktadapter. Sie müssen sich überlegen, mit welchem Bildwinkel Sie fotografieren möchten. Daraufhin wählen Sie das richtige Objektiv aus. Denken Sie an eine Wasserwaage und einen Fernauslöser. Und wenn es dunkel ist, an eine kleine Taschenlampe. Gehen Sie den Ablauf des Fotografierens im Kopf einmal durch. Wenn Sie Ihre Ausrüstung zusammengestellt haben, Ihr Bild im Kopf bereits existiert, dann überlegen Sie sich, zu welcher Uhrzeit ist das Bild optimal zu fotografieren. Wann habe ich wenig Bewegung vor Ort? Von welchem Standpunkt aus erreiche ich eine ansprechende oder besondere Bildaussage? Finden wir eventuell eine außergewöhnliche Perspektive, die dieses Bild noch besser in Szene setzen kann? All das sind Fragen, die man sich vorab stellen muss. Möchten Sie zum Beispiel eine solche Hotellobby fotografieren, dann ist das hin und wieder eine echte Herausforderung. Sie haben permanent mit Personenverkehr zu rechnen. Dem können Sie bezüglich der Uhrzeit und auch bei der Wahl Ihres Objektivs entgegenwirken. Verwenden Sie einen kleinen Bildwinkel. So können Sie Stück für Stück das Bild ohne Bewegung abfotografieren. Einen solchen imposanten Himmel zum Beispiel erhalten Sie immer dann, wenn Sie während der blauen Stunde fotografieren. Die blaue Stunde ist die Zeit eine Stunde nach Sonnenuntergang und eine Stunde vor dem Sonnenaufgang. Nur eine halbe Stunde später erscheint der Himmel komplett schwarz. Am Tage empfehle ich Ihnen, während der Nachmittagssonne, so zwischen 15 und 18 Uhr zu fotografieren, soweit das für Sie umsetzbar ist. Aufgrund der Farbtemperatur haben Sie in dieser Zeit die schönsten Farben. Natürlich sollten Sie auch wissen, zu welcher Zeit Ihr Motiv von der Sonne optimal belichtet wird. Dazu können Sie einen Kompass zu Hilfe nehmen. Sie kennen den Spruch, im Osten geht die Sonne auf, im Süden steigt sie hoch hinauf, im Westen wird sie untergehen und im Norden ist sie nie zu sehen. Für ein Landschaftspanorama liegen Sie bei einer Blende 11 bis 14 in den meisten Fällen richtig. Bei Gruppenpanoramen sieht das Ganze anders aus. Hier können Sie mit der Blende auch die Bildgestaltung sehr stark beeinflussen. Um die bestmögliche Nachbearbeitung zu gewährleisten, empfehle ich Ihnen, immer das RAW-Format an Ihrer Kamera einzustellen. In der Panoramafotografie arbeiten wir grundsätzlich mit einer manuellen Kameraeinstellung. Alle Einzelbilder müssen exakt gleich belichtet sein. Eine Automatik würde unterschiedliche Einzelbilder hervorrufen, die wir später nur sehr schwierig oder gar nicht zusammenfügen könnten. Selbst der automatische Weißabgleich kann Ihnen in dem Moment starke Probleme bereiten, wenn Sie zwei unterschiedliche Lichttemperaturen in Ihrem Panorama vorfinden. Das erste Bild fotografieren Sie nur zum Testen. Ich empfehle Ihnen, das grundsätzlich zu tun, um später Überraschungen auszuschließen. Bewerten Sie Belichtung und Schärfentiefe. Dann ist der Zeitpunkt gekommen, um Korrekturen vorzunehmen. Wenn Sie Ihre Einstellung gefunden haben, fotografieren Sie Ihre Serie von links nach rechts, sorgfältig und zügig durch. Haben Sie schnell vorbeiziehende Wolken, dann ist eine schnelle Aufnahmereihe sehr wichtig. Sollte es aber so sein, dass Sie viel bewegende Motivdetails haben, zum Beispiel Menschen, die sich bewegen, dann richten Sie den Fokus darauf. In den Bildübergängen
sollte sich so wenig wie möglich Bewegung befinden. Haben Sie schwierige Passagen, dann fotografieren Sie die einfach öfter, um später am PC verschiedene Varianten zur Auswahl zu haben. Was die Software angeht, so ist das Themengebiet der Panoramafotografie mittlerweile sehr umfangreich geworden. Es gibt kein Komplettprogramm, das alle Möglichkeiten zufriedenstellend abdecken kann. Aus diesem Grund ist es wichtig, gezielt nach Art des Panoramas und Verwendungszweck auf verschiedene Programme zurückzugreifen. Ich empfehle Ihnen, die Bildbearbeitung und das Schärfen der Bilder grundsätzlich erst ganz am Ende durchzuführen. Dann, wenn das fertig zusammengefügte Panorama vorliegt. Wenn das Bild fertig ist, können wir uns dann auch überlegen, wie wir es sinnvoll veröffentlichen. Als Druck oder als Webgalerie oder als eine solche virtuelle Tour, die wir hier gerade als Beispiel sehen.